Ja, Digga. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe euch geht's gut. Ich bin Florian, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch einfach mal meine kleine Workout-Routine, die ich mache. Da wir uns alle ja irgendwie im Lockdown befinden, die halbe Welt im Lockdown ist, dank Corona, haben wir lange Sprachen lernen, Babbel. Kann man nicht wirklich trainieren gehen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich war schon lange nicht mehr im Fitnessstudio. Für die Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen, ich habe ja angefangen mit Fitness-Videos. Könnt ihr alle noch gerne abchecken, sind alle noch auf meinem Kanal. Gleich mal vorneweg, ich bin kein Fitnesstrainer, kein Experte, gar nicht. Wenn ich irgendwas falsch mache hier zu Hause im Training, dann ist halt so, könnt ihr mich gerne aufmerksam machen in die Kommentare. Aber ja, ich habe mir gedacht, shit drauf, Freunde, einfach mal filmen und ja, viel Spaß dabei. Ganz wichtig vor jedem Workout, sei es im Fitnessstudio oder auch hier zu Hause, bin ich der Meinung, ist Warm-up. Aufwärmen, Freunde. So, aufgewärmt bin ich schon mal, alles schön locker gemacht, locker und flaggig. Und jo, ich habe hier einfach eine ganz normale, simple Klimmzugstange. Und heute machen wir Brust. Und die erste Übung, die ich immer mache, was ich sehr gerne mache, ist so ein Supersatz von 3 verschiedenen Liegestützen. Wie die alle heißen, ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nur, es ist effektiv, es ballert ordentlich und wir machen es einfach. Leider gehöre ich zu den Leuten, die einfach sofort schwitzen. Mein Ausdauerlevel ist definitiv 0 und dementsprechend natürlich Profi wie ich bin, das perfekte Wunderwasser zum Trainieren. Keine Ahnung, ob man es erkennt, aber ich bin schon wieder übel am Schwitzen. Nee, bah, ekelhaft. Hab einen guten Pump in der Brust. Supersatz ballert immer so ordentlich, Freunde. Gar nicht viel schnacken, ab zur nächsten Übung. Ja. Showing up, fuck, dominoes, taking it down, dominoes, then kick it out, adios, stacking the bread, lock the door, hold the wrist up, then the weather switch. Mich würde gleich interessieren, macht ihr während der Corona-Pandemie auch Home-Workouts? Wenn ja, was genau macht ihr? Oder habt ihr vielleicht die Möglichkeit, sogar irgendwo ein Outdoor-Gym zu benutzen? Schreibt einfach mal unten in die Kommentare. So I switch spots, I'm running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me, cause she know I get guac. Yo, das war nochmal mal so die Grundübungen bzw. die anstrengendsten Muskelaufbauübungen, was es macht. Und jetzt zum Schluss ballere ich mir noch so ein paar Übungen raus wie Sumo-Liegestütz, Dips, solche Sachen halt, und ja, machen wir einfach mal schnell einen Schnelldurchlauf bei diesen Übungen. You was my bro, you ain't ride like you said you was. I might just do the race and self-drive in a Tesla. Now I got a gun, cause he say he ain't a wrestler. You said that you would shoot it, well I got... Yo, ich Intelligenzbolzen, wie er im Buche steht, hab grad beim Schneiden gemerkt, dass ich vergessen hab, ein richtiges Outro zu drehen. Was kannst du eigentlich? Wie gesagt, das war meine kleine Fitnessroutine. Ich bin selber erst wieder am Anfang, muss auch erst ordentlich reinkommen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Übungsvorschläge, lasst mich gerne unten in die Kommentare wissen. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert noch kostenlos diesen Kanal. Und bis dann, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt fit, bleibt gesund. Ich bin raus, euer Flo. Peace out.